Bekomme ich die Rentenerhöhung auch dann, wenn meine Rente erst nach dem 1.7.2022 beginnt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Nachrichten zum Thema Rentenanpassung 2022 überschlagen sich ja. Anfang November 2021 sollten es 5,2% im Westen und 5,9% im Osten sein, die es ab dem 1.7.2022 an Rentenerhöhung geben sollte. Am 18.11.2021 machte die Ampelkoalition der frohen Erwartung einen Strich durch die Rechnung und kündigte an, dass der sogenannte Nachholfaktor zur Rentenerhöhung 2022 aktiviert wird. Das heißt also, es ist aktuell davon auszugehen, dass die Rentenerhöhung nicht in dem Bereich 5,2 oder 5,9% betragen wird, etwas darunter, aber das sind wirklich nur reine Schätzungen. Wir werden das alles ganz genau wissen im März 2022, so ungefähr. Und just dazu erreichte uns eine Frage zum Thema Rentenerhöhung mit folgendem Inhalt. Ich bin 1958 geboren und könnte ab dem 1. August 2022 eine abschlagsfreie Altersrente mit 45 Jahren Wartezeit bekommen. Der Kunde meint die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die angekündigte Rentenerhöhung wird in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr kontrovers diskutiert. Mehrfach wurde behauptet, dass ich, also der Kunde, wenn eine Rentenerhöhung beschlossen wird, keinen Anspruch auf die Rentenerhöhung habe, weil ich erst nach dem 1.7.2022 die Rente bekomme, also ab 1.8. Kann das stimmen, wenn nur Rentner und Rentnerinnen von der Rentenerhöhung profitieren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer durch den Gesetzgeber beschlossenen Rentenerhöhung schon eine Rente beziehen? Natürlich nicht, meine Damen und Herren, natürlich nicht. Selbstverständlich bekommen Sie auch als Neurentner, die also erst ihre Rente nach dem 1.7.2022 bekommen, auch in den Genuss der neuen erhöhten Rentenwerte. Und warum ist das so? Ganz einfach. Weil sich nämlich Ihre monatliche Rente nach der aktuellen Rentenformel des § 64 Sozialgesetzbuch Nr. 6, aktuelles oder Rentenrecht, errechnet. Und diese Formel lautet übersetzt: Der Monatsbetrag der Rente errechnet sich aus den persönlichen Entgeltpunkten, vervielfältigt mit dem Rentenartfaktor und dem aktuellen Rentenwert, und zwar mit dem Wert, der bei Rentenbeginn aktuell gültig ist. Und genau mit diesem Satz, mit diesem Wort, aktueller Beginn der Rente, sagt das Gesetz, wenn am 1.8.2022 es einen anderen Rentenwert gibt als zum 1.7.2022, also einen höheren Rentenwert, wird natürlich Ihre Rente mit dem höheren Rentenwert berechnet. Und für die Bestandsrentnerinnen und Rentner in Deutschland gibt es da eine kleine andere Regelung. Für die ist es viel einfacher. Da sagt der § 65, deren Renten werden zum 1.7. angepasst. Das heißt also, wenn ein Rentnerin und Rentner, die vor dem 1.7.2022 eine Rente beziehen, die brauchen gar nichts zu machen. Die sitzen einfach nur zu Hause und kriegen ihren Rentenanpassungsbescheid und freuen sich dann über die Rentenanpassung ihrer Rente. Somit müssen Sie als Neurentner sich im Wesentlichen keine Sorgen machen, dass Sie von der Rentenerhöhung 2022 nicht profitieren werden. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Rentenerhöhung auch tatsächlich kommt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.